Hallo und herzlich willkommen hier bei REM 3 auf der Suche der geheimen Bücherei. Es geht weiter hier. Ja, wie versprochen, wir gehen jetzt hier erstmal dem Gang entlang hier. Ah, die Tür ist wahrscheinlich zugegangen. Ja, hier kommen wir nicht mehr zurück, oder? Ja. Okay, sind wir erstmal hier eingesperrt. Alles klar, damit können wir leben. Gehen wir mal den Gang entlang, natürlich immer wieder hier durch die Fenster mal links und rechts rumgucken hier. Hier und hier ist eine Leiter, okay. Ja, und hier scheint es einen Lift zu haben. Hier, okay. Tür auf. Jawohl, Tür geht auf. Warte mal, lass mich mal was gucken. Okay, das geht also nicht. Das ist schon richtig. So, hier sind wir Ketten. Hier können wir sofort raus, okay. Jo, ich denke, wir bleiben erstmal hier. Kann man da lang hoch oder runter fahren? Ah. Ein weiteres Blatt. Ich weiß nicht, ob der Ton... Ja, also wir hatten jetzt schon drei verschiedene Blätter. Wird das eigentlich wiedergegeben, wenn wir hier... Nee, okay. Das wird uns nicht wiedergegeben. Ja, ist gut. So. Warte mal, hier ging es nicht weiter. Dann gehen wir mal hier lang. Also die Blätter werden irgendwie noch wichtig. Aber wie und warum und wieso und weshalb, wissen wir noch nicht, ne? Da hier oben, was ist hier oben? Ich habe jetzt so eine Treppe. Ja. Ah nee, das ist die Brücke, genau. Da ist ja dieses Kabel. Wie aktiviere ich denn das? Das Kabel geht hier, okay, ja, ja, da oben geht eine Leiter hoch. Ja. Da kommen wir aber auch noch nicht hoch. Was soll denn der Käse? Naja gut, dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Lift nach oben fahren. Warte mal, wahrscheinlich. Naja, geht, weil die Tür war ja schon zu, aber die anderen Türen ja. Gibt's nicht. So, hier gibt's nur einen nach unten Knopf. Hier können wir nur durchgucken. Ja. Hier sehe ich aber sonst nichts, ne? Was könnte ja wieder irgendwelche geheimen Zeichen geben hier? So, hier ist eine Klappe. Ah, und hier sind wir oben. Warte mal, was ist denn hier in der Klappe drin? Ein Rätsel. Ja, aber das. Ja, gut, wenn wir jetzt die Aufzeichnung auf den Zettel hätten, ne? Aber den Zettel haben wir ja nicht mehr. Das Problem. Mal gucken. So, ich hatte auch keine große Zeit, mir den Zettel zu kopieren oder so. Konnte mir den ja auch nicht angucken. Wie geht denn das hier? Ich krieg das gar nicht auf. Ah, da ist ein Knopf. Ah, jawohl. Einfach. Aber effektiv. Warte mal, hier drüben ist auch noch was. Aber da kommen wir doch gar nicht hin. Ist es jetzt auch offen? Nee, ne? Also das ist verriegelt hier. Das ist, geht hier um das Kabel. Also das war jetzt nicht das, was ich gedacht habe. Hier haben wir nämlich ein blaues Kabel. Das ging jetzt zu der Brücke. Und da geht noch so ein, ich nenne das aber violettes Kabel. Ja, das geht hier eben hin. Hallo? So. Okay, hier ist der Knopf unten und hier ist dieses Rätsel, wo man keine Ahnung haben, wie es geht. Also da brauche ich gar nicht dran rumklicken. Weil es wird ja wohl nicht von selbst sich lösen, das Rätsel, ne? So, jetzt können wir aber mal nochmal hier lang über die Brücke gehen. Komme ich denn da nach oben? Das ist die große Preisfrage. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier. Ja, jetzt haben wir hier praktisch nochmal eine Abkürzung hier. Okay. Es wird eh wieder irgendwann ganz lustig hier, dass ich hier wieder hin und her irre. Wie ein Irrer.
Okay, da haben wir dieses Stechblatt hier, alles klar. Warte mal. Quatsch, ich wollte gar nicht nach oben fahren. Ja, die Tür kriege ich von der Seite nicht auf. Das ist ja eigentlich auch ein Quick-Käse, ja. Ja, deswegen haben wir jetzt hier die Brücke freigeschaltet, dass wir hier über die Brücke gehen können. Ja, das macht aber viel Sinn. Also das, ja. Also das ist ja auch schon wieder... Ihr wisst, ich... es ist kein irgendwie Kritik am Spiel. Ich meckere nur halt gerne. Ah, ich muss das nicht mehr machen. Okay, perfekt. So, wir gehen nochmal in den Tunnel wieder rein. Naja gut, das bringt uns nur nichts. Ah, ich habe aber... Ich möchte mal was probieren. Wenn die Tür zu ist... Okay, es geht nicht. Okay, es hätte ja sein können. Warte mal, oben gucken kann ich nicht. Nein. Ja, da kriegt man nur das Blatt. Hm. Okay. Ja, das hier ist unser Spielfeld schon hier. Okay, alles klar. Jetzt haben wir noch irgendwo einen Weg, wo wir nicht erkundet haben. Das ist die große Preisfrage. Warte mal, das immer. Ach, das muss ich noch machen. Ja, nee, weil ich bin mir gar nicht sicher, egal ob wir jetzt nochmal durch die gleiche Tür wollen, ob das dann immer so ist, dass man das machen muss. Oder ob da einmal genügt und dann kann ich die Tasten eigentlich immer drücken. Ja, gerade eben war es ja so, aber da sind wir halt nochmal durch die gleiche Tür. Und haben das ja schon gemacht, das Geblinge hier. So, hier war ja sonst nichts, nur wie Mauern, genau. Okay. Jetzt nur nochmal zur Kontrolle. Also mir kommen die Töne gleich vor. Vielleicht haben die tatsächlich auch nichts zu sagen. Jetzt sind wir wieder hier. Aber ich kann ja hier, ich kann hier nur drücken. Aber das bringt ja nichts. Ich kann die Klappe aufmachen und gut ist. Okay. Dann ist unsere Bahn. Ah, da kommt man auf der anderen Seite gar nicht weiter, ja. Hm. So, was war denn hier nochmal? Ach ja, da war ja das Stockwerk. Und hier konnte man rausgucken, ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts oder ich sehe halt nichts. Kann ich eigentlich auch nach unten gucken? Ja, kann ich. Okay. Hm. Tja. Also wo kriege ich diese Lattenzäun-Codes her hier? Oh, das ist mal... Ja, da habt ihr bestimmt in den Kommentaren geschrieben. Das habe ich übersehen hier, den Schalter hier. Und jetzt? Hm, da müssen wir Code eingeben. Habe ich den irgendwo? Oder muss ich den jetzt rausfummeln? Ich hab doch keine Ahnung. Ach, das war jetzt doof, oder? Das können halt auch mehr wie drei sein hier. Hm. Ich hab doch keine Ahnung.
Na ja, ihr schreit jetzt wieder eure Monitore an, ne? Ich habe keinen Plan hier. Also das muss auch irgendwie aktiviert werden, aber da muss es Farben geben. Irgendwo müssen Farben sein. Aber ich habe das eindeutig übersehen hier, den Schalter. Ja, und jetzt bin ich aber aufgeschmissen. Also jetzt weiß ich gar nicht weiter. Jetzt weiß ich absolut gerade so richtig weiter. Ah ja, gut, wir müssen das nicht nochmal machen mit den Lampen. Wenn man es einmal gemacht hat, dann reicht's. Finde ich eine gute Entscheidung, ne? Ansonsten wäre das Spieldesign ein bisschen doof. Naja, gut, jetzt gehen wir halt nochmal alles so ein bisschen ab hier. Also wie gesagt, hier. Da müssen wir Zahlen einstellen, aber wir haben keine Ahnung, welche Zahlen wir hier einstellen müssen. 10. Gibt es 10, okay. Oh Jesus, na. Ja, wir müssen irgendwo die Nummern kriegen. Warte mal, dann haben wir das hier noch. Jetzt riskiere ich es einfach mal. Ja, was ist denn das? Jetzt ist da was runtergegangen. Jetzt leuchtet das hier. Warte mal, das muss ich mal nachkontrollieren. Was ist da jetzt runtergegangen? Muss ich mir angucken. Ah, okay. Das geht nicht. Ja, das Kabel hier, das sieht man halt hier nicht, ob das jetzt hier da zu dem Turm geht, ne? Oder ob das da lang geht oder überhaupt. Ja, es hat auf jeden Fall hier diese Plattform nach unten gefahren, aber wir können die nicht bedienen. Also da passiert nichts, wenn ich da drauf drücke. Und sonst haben wir hier keine Bedienungsmechanik hier. Da noch eins. Ja gut, dann machen wir das einfach mal weiter an dem Pfeilding hier. Jetzt drücke ich mal auf den hier, weil da leuchtet ja die Lampe. Ja, dann geht es hier nach oben. Okay, jetzt leuchtet da aber grün. Jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier 00. Okay. Jetzt ist das Ding nämlich wieder nach unten gegangen. Ja, ich gehe mal nochmal rüber. Vielleicht kann ich jetzt was machen. Also wir werden das austesten hier. Okay. Das war's also nicht. Dann testen wir weiter hier. Also es wird hier natürlich auch Rätsel geben, die man wahrscheinlich einfach durch Rumprobieren lösen muss. Also intuitiv. Ah, jetzt war was falsch, okay. Oder wie? Okay. Jetzt haben wir eigentlich wieder zwei Möglichkeiten. Ne? Jetzt haben wir das hier. Jetzt war das auch wieder falsch. Ich will mit zwei Licht lang gehen. Ist nur schwierig, ne? Okay. Ja. Okay. Ja, das ist ja dann immer 50-50 hier, was ich drücke. Oder folgt es irgendeiner gewissen Logik hier? Ich habe immer dann hier die Möglichkeit. Wenn ich da drauf mich mal zusammen stehe, ich wieder. Meck. Nee, doch nicht. Jetzt haben wir da hier rechts oder links? Ja, mal links. Okay. Was hat das zu bedeuten? Da kommt eine Zahl. Es ist wie, als müsste ich jetzt drüben auf das Handdings drücken. Ah, da steht halt 0, ne?
Aber da passiert ja nichts mehr. Wir waren ja schon mal drüben. Aber da muss ich hier halt wirklich rausfinden, was jetzt hier richtig ist. Ich drück mal rechts, da drück ich weg, Mann. Ja, warum habe ich das gewusst? Hat das Ding fährt das nach oben wieder nach unten, nach oben wieder nach unten. Und jetzt habe ich wieder die Zahl hier. Na, eins. Ah, okay. Was hat das zu bedeuten? Also wir können hier eine zweistellige Zahl eingeben, aber woher soll ich die Zahl nehmen? Woher nehmen, wenn ich haben, ne? Lass mich mal testen. Wenn ich jetzt da eine 1 habe, kann ich da jetzt einmal drauf drücken und dann passiert was? Oder wie heißt das jetzt hier? Nö, nö. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt mich ja vielleicht ein bisschen doof anstelle, aber ja, ich habe wirklich keine Ahnung hier. Hier tut sich ja nichts ändern dadurch, ne? Nee. Es hat damit nichts zu tun. Es ist halt, wenn man halt nicht weiß, was das soll hier, ne? Weil das ist das Handsymbol, ne? Hier ist eine Hand da drüben, aber ja. Sammel 2. Ja, aber ich habe doch keine Ahnung, was... Ich muss hier wahrscheinlich irgendeine gewisse Zahl einstellen und dann, ja, ist es richtig. Ja, okay. Jetzt kann ich sie wieder einstellen. Ich komme hier nicht weiter an dem Ding hier. Ja, und hier sind wir nicht durchgekommen. Ich habe den Riegel aufgemacht, aber die Tür ging ja nicht auf. Ne, der Knopf sagt Map. Schwierig. Ja, und hier können wir Zahlen einstellen. Ja, ich habe wohl wieder die offensichtlichen Hinweise übersehen, ne? Die ihr schon lange wieder wisst. Ja, ja, hier können wir ja nichts machen momentan. Hier ist ja... Da haben wir die Brücke runtergeholt und gut ist. Nur hier kommen wir nicht weiter hier oben. Klappe müssen wir noch irgendwie aufkriegen, aber das geht nur von da oben. Und da oben kommen wir halt nicht drauf, ne? Ja, und da am Fahrstuhl war ja auch ein Rätsel. Gut, wir testen das jetzt einfach mal. So, nach oben gucken kann ich nicht. Okay, ja gut, da kann man einfach ein Muster einstellen. Aber... Ne, das ist kein Knopf, da passiert nichts. Einfach alle Felder drücken wird es ja wohl nicht sein, ne? Und da bestimmt irgendein Muster einstellen. Aber ich kenne das Muster nicht. Also wie gesagt, am Anfang auf dem Zettel, da war ja was so gelb und... Aber wie gesagt, wir haben den Zettel ja nicht mehr, ne? Blatt A, Blatt C, Blatt E. Aha. Da fehlen ja jetzt noch welche, auf jeden Fall. Und das komische Ding da, das, ja gut. Ei, die Wei, Leute, ey. Das ist dann wieder hier. Warte mal, kann ich eigentlich die Brücke wieder hochklappen? Geht es? Ja gut, es geht, aber es bringt ja nichts. Die bleibt, wo sie ist. Aber warum kann man das immer noch? Warum kann man die immer noch nach unten klappen oder nach oben klappen? Okay.
Also es kann ja jetzt sein, dass ich jetzt schon bei mir praktisch so eine gewisse Ratlosigkeit breit macht. Jetzt sind wir gerade am Anfang, zweite Folge. Also das kann es eigentlich nicht sein, ne? Das ärgert mich eigentlich selber so ein bisschen, dass ich hier jetzt nicht weiterkomme. Also da brauchen wir nicht weitermachen mit dem Handdings da, bevor wir dann irgendwie einen Anhaltspunkt kriegen. Das Problem ist, ich nehme das ja hier staffelweise auf. Dann hätte ich jetzt gesagt, ja, schreibt mir jetzt mal bis nächster Folge, wie ich hier weiterkomme. Ja, allerdings ist es halt so, ne, wenn das jetzt dann so wäre, dass ich jetzt sage, okay, ich warte dann auf eure Antworten, dann, ja, ich habe dann halt nicht unbedingt viel Zeit, die nächste Folge zu machen. Die kommt dann nämlich praktisch immer in 2-Tages-Rhythmus, ihr kennt's ja. Aber ja, das kann dann sein, dass ich an dem Zeitpunkt dann halt gerade keine Zeit habe aufzunehmen. Und so auf die Schnelle, schnell, schnell, das möchte ich halt auch nicht hinklatschen hier, ne? Ihr möchtet mir da Zeit lassen bei der Aufnahme. Wenn ich Zeit habe, dann wird aufgenommen und wenn nicht, wird es einfach sein gelassen. Weil es bringt euch nichts, wenn ich mich da abhetze schon irgendwie, von Termin zu Termin. Oh ja, da habe ich jetzt gerade mal eine halbe Stunde Zeit. Aber naja, gut, dann muss ich da wieder gucken und es hinfriemen, dann klappt was nicht. Dann stehen wir da, ne? Hier sind wir. Na gut, hier sind wir wieder hier oben. Bringt mich das irgendwie weiter, die Symbole? Sind die einfach eine Verzierung? Aber eigentlich ist hier im Spiel nichts, nur Verzierung. Wenn irgendwo was ist, was eigentlich nicht irgendwie eine kahle Mauer oder sonst was ist, dann hat es eigentlich irgendwas zu bedeuten normalerweise, ne? Aber wie gesagt, wir haben noch nirgendwo jetzt irgendwas gesehen, wo diese Striche und Linien hier wichtig sind. Ja, und so irrte er weiter durch die Welt hier. Das ist kaputt, da brauchen wir nicht dran rumdrücken. So, was war hier? Ah, da haben wir... Ja, aber... Über die Brücke sind wir noch nicht gekommen, oder? Nee, das ist ja das. Ich spiele jetzt mal weiter an den Knopf rum. Okay. Definitiv, ja, so muss es sein. Die Brücke ist oben und man kann sie benutzen, wenn man dann dahin kommt. Jo. Tja, Leute, also ich... Ich kenne jetzt gerade keinen Weg weiter. Deswegen würde ich jetzt fast mal die Aufnahme beenden wollen. Und dann mal so ein bisschen offscreen rum, also abspeichern und dann mal ein bisschen offscreen rum. Und wenn ich was rausfinde, dann wieder da weiter ansetzen. Ne? Na gut, wir gucken mal noch so ein bisschen tatsächlich rum. So, wo war denn das? Das war hier, okay. Ne, da möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Wie war denn das hier? Das war da hier durch diesen sechsgangigen Gang hier durch. Also ich habe wieder den Eindruck, dass ich tatsächlich wieder irgendwie was nicht gesehen habe. Okay, also an der Tür ist schon mal nichts. Vielleicht checkt einfach mal die Türen ab, ob da irgendwas hinten dran ist an der Tür. Nee. Das war mal, das hat man schon. Ja, und was haben die Blätter zu bedeuten? Und ja, da ist das Gepfeife dabei, wo ich eigentlich denke, dass bei jedem Blatt das Gepfeife gleich ist. Und warum kann ich an dem Deckel hier die Nieten oder was das hier sein soll drücken? Das erschließt sich nicht. Also hier sehe ich eigentlich nur... Hier ist eine andersfarbig. Warte mal, lass mich was testen. Na, ne, die haben wir. An der Stelle haben wir die nicht. Ist das auf der Seite genauso? Ah, das sehe ich wegen der Leiter nicht, okay. Doch, hier sehe ich. Mein Gut, die sehen jetzt ein bisschen andersfarbig aus. Also, würde ich jetzt mal sagen, aber.
Naja. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Das macht halt auch keinen Sinn, ne? Weil man kann ja hier den Knopf drücken, dann geht das ganze Ding auf, ne? Hier geht auf jeden Fall eine Leitung lang. Die wird uns wahrscheinlich später die Tür hier aufmachen. Hier können wir ja nichts mehr machen im Moment, ne? Nee. Da können wir nichts machen. Und hier sind wir wieder in dem Stockwerk. Ja, Leute, nee, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal gucken, ob ich irgendwie einen Weg finde, wie es weitergeht, ne? Ich meine, sicher, ihr könnt mir natürlich was in die Kommentare schreiben, aber wie gesagt, weil ich eigentlich hier ja immer staffelweise aufnehmen muss, also es geht bei mir halt leider nicht anders, weil ich sehr viele Termine habe und dann nicht irgendwie auf eure Antwort gleich warten kann hier, dass ich sage, ja, jetzt habe ich die Antwort, ich mache jetzt Spiel 2 da. Ja, ich muss mir jetzt anders irgendwie... Also ich werde es selber rausfinden. Also ich habe jetzt ja ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Und wahrscheinlich wird sich dann auch irgendwie die Lösung finden. Ne? Das ist nämlich immer so. Wenn man natürlich quasseln muss nebenbei noch hier. Und dann denkt man so nachher, wenn man nichts quasseln muss. Dann kommt man schon irgendwie auf anders auf eine Lösung. Das unterschätzen viele. Man muss irgendwas Sinnvolles quasseln und... Ja... Gut, Leute, ich sag auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn wir jetzt nicht viel geschafft haben. Außer alles hier ausgiebig angeguckt und doch nichts rausgefunden. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Lego. Bye, bye.